Was geht, liebe Bros und Brosinen? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Wir sind hier auf dem Faden von Alfin. Wir müssen nämlich eine giftige, gefleckte Viper finden. Genau. Und ihr das Gift irgendwie abluchsen. So, da oben scheinen wir schon gewesen zu sein. Da oben war die Kiste schon offen. Da unten ist ein Händler. Ist die Frage, müssen wir uns irgendwie noch versorgen? Ich meine, der hat immer nur so diese Heiltrauben mit dabei und so. Trauma, ja gut, okay, der hat halt noch da diese Sachen, die dann Alfin verwenden kann. Diese Kräuter. Aber ich sag mal, da wir noch nicht genau wissen, wie was funktioniert, würde ich es erstmal auslassen. Ja. Das werden wir dann im Spiel herausfinden. Falls ihr euch wundert, weshalb wir jetzt nicht mehr im Kampf stecken, wir haben den eben beendet, weil wir dann nochmal gespeichert haben, weil wir die Aufnahme nochmal unterbrechen mussten. Dennis hatte noch was zu erledigen. Jupp. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Yo. Warina. Hat recht gelassen, der Kerl. Yes. Ja, sehr schneller Bosskampf auf jeden Fall. Ja. Wundert mich ein bisschen, bei Hanit und Therion war es doch etwas. Ja, länger. Bei Hanit ging es auch sehr schnell, bei Therion war es ein bisschen länger, dadurch, dass man halt das Schloss erst erkundet hat. So, schauen wir erstmal, dass wir die kleinen Jungs erstmal ein bisschen bearbeiten. Die Schwäche gegen Schwerter ist auf jeden Fall da. Wie steht es gegen Äxte? Äxte nicht. Okay. So, dann können wir den Pfeilhagel direkt nochmal ausprobieren. Jägerfertigkeit, dann Pfeilhagel. Schon geboostet oder? Na, erstmal. Erstmal so. Ja, aber die große Schlange immer noch nicht. Da haben wir die Schwäche noch nicht gefunden. Giftatem. Kerafin ist vergiftet worden. Mal gucken, dass ich. Also, ich schätze mal, dass sie eine Schwäche gegen Extra haben wird. Jo. Therion soll sich weiterhin um die kleineren Matten kümmern. Okay, 4 Runden lang wird das Gift wirken. Erste Hilfe, gesundheitsmäßig. Ich würde Eiszapfen mal eine Schlange ausprobieren. An der großen. Der gefleckten Viper. Jo. Das heißt, unser Eissentinel, wenn Hanit genug Boost gesammelt hat, kann auch hier zum Eissatz kommen. Jupp. Ich muss mal eben das Mikrofon ein bisschen runter machen. Weil ich sehe leider kaum was. Jetzt sind schon 2 Leute bei uns vergiftet. Okay, nee, er regeneriert nur GP, das ist keine komplette Heilung. Nee, ich glaube, da muss er mischen. Ist die Frage, ob ich das jetzt schon mal versuchen soll, was zusammenzubrauen. Ich würde reinigende Samen, wenn schon, vermuten. Nicht. Weiß ich nicht. Oder mit giftiger Wirkung? Mhm. Na, dann vielleicht nicht. Medizinisches
Balsam, jo, das Gift, also das war ein 3000er Heal mit und er hat das Gift weggenommen. Nice. Das war schon mal gut. Habe ich doch die richtige Vorstellung davon gehabt. Meine Überlegung ist vielleicht, Hanis nochmal mit dem Pfeilhagel abgehen zu lassen. Halt um die Kleinen rauszuhauen. Aber halt ungeboostet. Hm. Wir haben mit ihr auch zurzeit keinen Boost. Und das Rufen, das sollte ja, glaube ich, keine FP verbrauchen. Okay, die zwei sind gebrochen. Einer ist tot. Nice. Da kann die zweite Stange effekt machen. Yep. Da sollte ich auch mal auf ein bisschen boosten. Sie greift am besten noch normal an. Ich werde noch ein bisschen mit ihr mit Hanin sammeln, damit der Ice Sentinel auch richtig reinhauen kann. Aber ich werde jetzt mal Apothekerfähigkeiten, Erste Hilfe. Und okay, ist eine kleine Heilung. Ja gut, er ist auch nicht der Main Healer, ne? Und man muss bedenken, dass der Levelunterschied noch sehr groß ist. Genau. Ich würde jetzt die große Schlange noch nicht zu sehr bearbeiten, weil du musst bedenken, bevor Hanid voll geboostet angreifen kann, muss sein Schild unmittelbar vorher gebrochen werden. Mhm. Das heißt, wenn du es jetzt zu früh machst, dann steigt der Schildcounter ja wieder hoch. Das ist richtig. Also gehen wir nochmal auf die Kleine. Hanid wird ihn auf 1 setzen. Alfin wird ihn brechen, Hanid wird angreifen, alles klar. Dies sollte der Plan sein, aber dann können wir schon mal mit Lirion Full Boost. Na, es muss kein Full Boost sein. Das sollte eigentlich für die kleine Natter reichen. Jo. Alfin muss dringend geheilt werden. Aber das kann Alfin selber machen, oder? Ist er nochmal dran vorher? Der ist. Ne, die Natter greift als nächstes an. Dann halt Raube, würde ich sagen. Heil dich, Minion. Jetzt die große Mutter einschnüren. So. Könnte ein Dot sein, Runden passieren, wie Wickel halt bei Pokémon. So, das sollte den Schild brechen und danach würde der Ice Sentinel zum Einsatz kommen. Eyo. Zack. Dann gucken wir mal, wie ihre magische Resistenz ist. Voll geboostet. Nice, Alter. Rufen 600. Aber ja, die hat ordentlich live. Sie liegen. Das müsste man auf jeden Fall dann nochmal machen, aber so lange können wir sie noch ein bisschen bearbeiten. Nee, noch nicht den Ice Sentinel, weil wir haben keinen Boost mit Hanin zur Zeit. Mhm. Der kann aber voll geboostet mit der Axt am Anlaufen. Ja, Schaden summiert sich. Atem. Ein giftiges Stück. Ich habe das Gefühl, dass du heute unglaublich leise redest. Normaler, also hat sich eigentlich nichts verändert bei mir. Aber manchmal, wenn man so im Game ist, dann ist man irgendwann konzentriert, da wird man irgendwie so ein bisschen leiser. Ja, das stimmt. Normaler. Hallo, das ist meine fiese Kugel. Oh ja. Ich denke aber, Alfin sollte, glaube ich, nochmal geheilt werden. Wegen dem Gift und dem Angriff. Alfin ist gleich selber dran. Das stimmt. Dann kann er nämlich nochmal das Gift neutralisieren und sich einen Full Heal geben. Mhm. Greifen wir nochmal normal an. So, mischen, das war reinigender Staub. Ejo. Die Giftwurzel, die wir verwendet hatten. Okay, das geht jetzt auf alle. Okay. Finde ich interessant. Ist mach ich nicht schlecht, weil. Giftwurzel, Allheilmittel. Aha. Okay, also kommt auch nicht immer dasselbe raus, oder? Nee, ich glaube, die erste Zutat war eine andere. Also, ja, ich habe wohl etwas anderes genommen.
Okay, Schwäche gegen Dolche ist auch da. Schon mal nice, dass ich könnte. So, Hanit ist jetzt auch gleich wieder ready. Das heißt, ich werde ihn jetzt brechen. Jo. Und gleich kommt nochmal der Eishörnchen zum Einsatz. Ich bin gespannt, ob die über 3000 Leben hat. Und gib ihn. Ne, das war's. Nice. Sehr schön. Ein Levelaufstieg für Alfie. Nice, nice. Giftstaubflasche haben wir als Item bekommen. Ja, klar. Jetzt tut er so. Da kannst du auch nur mit den Tieren reden, das ist doch Hanits Job. In Wahrheit ist Alfin eigentlich Orochimaru. Oh Gott. Yes. Der Schlangenflüsterer. Also ich hoffe, dass uns jetzt auch auf einer weiteren Reise noch diese Glückskatzen begegnen. Mhm. Dass die nicht nur oben in dem Gebiet waren. So, wir hoffen, dass man nicht zu spät kommt. Jetzt steht gebraut. Zarte. Was ist mit uns? Wir kommen einfach mit. Steht also neben dem Bett, weißt du? Zurückgehen und ausruhen. Alles klar. Eine kurze Pause einlegen. Ja, das machen wir. Später an diesem Abend.
Harry, was macht die denn da? Snake. Und der gute Alec. Der selbst wird gefühlt 75 Jahre immer noch am Hardcore rauchen ist. Was für ein Zufall. Die sind eine gute Nachricht. Jo. Ich muss dazu sagen, dass wir mit unserem Anime-Wissen halt etwas vorbelastet sind, was die Sterblichkeitsrate von Charakteren namens Nina anbelangt. Auch andere Faktoren haben unser Misstrauen etwas geschürt. Sag ich mal. どうして助けてくれたの？うちお金ないぞ。いいかい？苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前のことだよ。俺もおじさんみたいになれるかな？Ah, so ist er zu seiner Haltung gekommen. Schöne Story. それからずっと一緒だから、この村を出て世界中の人を救いたいんだよね。あの旅の薬師のように。バレてたか。バレてたよ。だけど俺にはこの生まれた村が。ゼフ、お前の腕は知ってる。俺と同じ、いやちょっとけど、俺がいなくなったら一人で村を見ていけんのか。それに俺がいなきゃ誰がゼフをからかってやるんだ。誰がゲルタスの口を聞いてやるんだ。メリルの恋話はどうだ。うん？全部僕が引き受けるさ。Warum nimmt ihr jedes Mal diese Super Saiyan Pose ein? Das weiß ich nicht. Aber ich, das ist so ein Zeichen dafür, dass er bereit ist. Gleich zu explodieren, um blonde Haare zu bekommen. Ja. Alles klar.
ってくるぜ、母ちゃん。俺にどこをやれるかわかんないけど、あの恩人さんみたいに。Alter, was stimmt denn mit den Viechern da draußen nicht? Ich hab keine Ahnung, gib mir mein Schrotgewehr. Passt, solche Worte zu sagen, während gerade der Charakter, um den es in dieser Folge geht, am Friedhof steht. Entschuldigung. Verdammter Russe. Aufhören! そうと思ってね。僕のカバン。よかったら、君がどこかで薬を作るとき、僕もいつも一緒。やれやれ。本当につまらねえな。それしか思い浮かばなくて。まあ大事にしとくぜ。じゃあ俺のも使ってくれるか。ああ、もちろん大切に使わせてもらうよ。じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。Und so begann Alfin seine Reise, um überall, wo er hinkam, den Schmerz der Leidenden und Kranken zu lindern, so wie ein Mann es einst für ihn getan hatte. Er wusste nicht, welches Schicksal ihn auf seinen Reisen erwartete. Na, ist das schön. Na, finde ich ganz cool, dass sie auch so als Symbol der Freundschaft dann nochmal Medizinbeutel ausgetauscht haben. Ja. Ich hoffe natürlich, dass der gute Seth, also dass der gute Alfin nicht unser ganzes Gold in seinem Beutel verstaut hat und Seth das jetzt mitgenommen hat. Das wäre ein bisschen blöd. Ich würde jetzt ganz gerne mal da bei dem Händler gucken, dass wir vielleicht noch was... Der Händler war da oben. Jo. Dass wir noch für Alfin richtig Ausrüstung besorgen können. Jo. So, ach, sind wir schon bei 12.000 Gold oder Geld oder... Irgendwas, wo ich mal bezahlen kann. Währung. gut. Äxte benutzt der Junge. Ein okkultes Beil. Nein, obskures Beil. Obskures Beil. Ich würde das obskure Beil nehmen. Also, der braucht keinen 8000er Hackebeil. Das ist halt das stimmt. Schon ein bisschen heftig. Bitte ausrüsten. Danke sehr. So, rüstungstechnisch. Federhut und Kopfbedeckung, Bronzeweste. Da haben wir, glaube ich, auch selber noch was im Inventar, was wir ihm geben können. Ich denke auch. Können wir direkt hier gucken. Ein Schild. Okay, ein Schild hat er gar nicht. Haben wir auch nicht mehr. Hier haben wir einen Eisenhelm, so wie einen Bronze. Ich würde den Eisenhelm sagen. Und statt den Gewand, jetzt hat er nochmal die Windtracht, eine Bronzeweste. Windtracht ist, denke ich mal, besser. Ja, kann man machen. Accessoires haben wir ihn jetzt ja noch nicht. Stimmt, das müssen wir auch noch kaufen. Gab's die hier? Nee, die war, hatten wir beim Händler aus hier Felsengedöns. Ein Drachenschild. Ist natürlich auch gehabt. Schon ziemlich nice, muss man sagen. Aber ich denke mal, sowas Großes bräuchte der Junge, glaube ich, nicht. Aber ein Rundschild wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht für ihn. Weil Schilde haben wir jetzt nur zwei Stück. Einmal für Kerian und Unterneed. Und jetzt haben wir ihn auch noch aufgerüstet. So, dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle die Folge für heute beenden. Obwohl, da unten ist noch eine Kiste, die du drauf machen kannst. Gerade. Mal kurz gucken. Da. Ja, manchmal realisiert das nicht so ganz, dass man als Frau bedanke.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch für die Aufmerksamkeit und fürs Anschauen der Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir uns auf die Reise zu unserem nächsten Gefährten machen. Bis dahin.